Liebe Freunde des Madenbauens, wir sind heute bei der Steuerung des Multi-Room-Systems angekommen. Oder wer sich noch nicht so mit dem Thema auskennt, Steuerung von Musik in mehreren Räumen. Michael, du bist ja auch schon wieder da. Ja, man dachte, ich zeig dir mal, was wir Schönes machen. Wir stehen jetzt vor einem iPad an der Wand, ja. Mit eine schöne iPad-Halterung. Das ist auch das Thema, was euch beschäftigen wird. Wie steuere ich so eine Anlage? Ne? Das kann ich natürlich per Tasten machen. Das kann ich über eine Fernbedienung machen. Ne? So ganz oldschool. 80er Jahre, oder? 70er Jahre? Ja. 90er Jahre? Oder ich sage dann, ich steuere das Ganze über ein iPad, über eine App. Und das zeigen wir euch jetzt einfach mal. Ne? Und wir haben jetzt hier eine Multiroom-Anlage. Ist in allen Räumen eine Musik? Ja, also große Anlage. Ja, du bist irgendwie begeistert davon, ne? Multiroom ist schön. Musik ist schön. Emotionales Thema. Gut. So, Michael, jetzt zeig mal ein bisschen, was man hier machen kann. Wir sehen jetzt hier die App, die geöffnet ist. Genau. Die dann haben wir die verschiedenen Räume, ne? Genau. Und jetzt kann ich in den Räumen Musik spielen. Ja, genau. Wir haben jetzt hier einen Server mit vier Zuspielerzonen. Das heißt, wir sind jetzt im Moment in der Küche, gehen wir in die Küche, schalten ein, wählen uns unseren Stream und dann kommt die Musik, wenn ich unten der Lautsprecher aufdrehe. Können Sie mal bitte. Wir sind ja jetzt eh in der Küche, ne? Das heißt also, hier wird jetzt in der Küche genau die Musik gespielt, die du ausgewählt hast. Ja. Und jetzt kann ich aber unter dem Profil, was du da dort gezeigt hast, auch in den anderen Räumen Musik spielen. Genau, wir können jetzt einmal die Küche laut machen. Gehen wir auf die Übersicht. Mhm. Jetzt haben wir es in der Küche. Dann können wir jetzt in der Living Room teilnehmen. Das heißt, ich übernehme das, was aktuell gespielt wird, für der Living Room. Machen wir die Küche mal leise. Aber wir können jetzt überall die gleiche Musik spielen, ne? Ja, es läuft jetzt im Moment die gleiche Musik. Okay. Jetzt kommt es von drüben. Genau. Das gleiche ist jetzt im ersten OG. Habe jetzt hier oben meine Filter zum Beispiel. Wenn ich jetzt nur im ersten OG auch noch was spielen will, klicke ich einfach auf Teilnehmen. Jetzt habe ich die gleiche Musik oben anlaufen. Aber irgendwie sieht das ein bisschen unübersichtlich aus. Kann das sein? Darum? Ja, deswegen haben wir jetzt gerade fürs obere Stockwerk, haben wir hier oben den First Floor, dann reduziert er gleich alles. Also hier haben wir alle. Ah ja, okay. Sehen wir alle Zonen. Haben wir den First Floor, dann wird das Ganze ein bisschen übersichtlich. Und das Ganze ist eine App? Das ist jetzt eine App, genau. Gibt es iPad, Android. Genau. Und das ist jetzt momentan nur Multiroom und später wird es mehr können? Das kann später mehr, ja. Da wird es ein Update geben und dann kann man noch mehr wie sein Multiroom steuern. Was auch ganz interessant ist, wir haben hier, sieht man oben in der Gruppe eigentlich ganz schön, wir haben Benutzergruppen. Also hier sind wir als Admin eingeloggt und können es dann eben aussortieren und können zum Beispiel auch nur für die Gäste das Gästezimmer freischalten. Genau. Wenn jetzt die Frau noch dazu heimkommt und sagt, hey, was hörst jetzt du, wenn wieder irgendein Rockstückli läuft, sind die Frauen manchmal nicht so ganz begeistert. Du, jetzt schauen auch Frauen zu, ne? Also. Es soll jetzt nichts Negatives sein, aber dann hat die Frau ihre eigene Quelle, die Sandra zum Beispiel, wechselt den Benutzer und läuft jetzt im Raum, läuft was anderes. Okay, das ist jetzt mit vier Quellen, ne? Was wir hier sehen. In dem Fall haben wir vier Quellen, genau. Eigentlich, wenn wir genau sind, haben wir fünf Quellen. Wir haben nämlich drüben den Fernsehton, haben wir auch noch. Wenn man beim nächsten Fußball-Event das Tor nicht mehr verpassen will. Also der Aufbau vom System ist eigentlich so, es gibt einen Server, der bietet die Streams und dann gibt es die Zonenmodule. Hier haben wir ein Ausgangsmodul, gibt es dann von einer Ausgangszone, vier Ausgangszonen und so weiter. Und dann haben wir hier ein Eingangsmodul. Da können wir uns mal an die Anschlüsse anschauen. Das ist zum Beispiel ganz interessant für Plattenspieler. Brauche einen Vorverstärker mit dem Plattenspieler und kann dann hier gleich mit einem ganz kurzen Kabelweg den Plattenspieler ins Multiroom-System einbinden. Hat natürlich den Nachteil, ich muss die Platte manuell einlegen, aber ich kann es dann in jedem Raum vom Haus hören. Dann haben wir hier das Ausgangsmodul, hier ein Zonenausgang, hat dann hier die Anschlüsse für die Lautsprecher. Vernetzung ist über die Cobra-Netbuchse mit dem Server und der Server managt dann die ganze Vernetzung vom Multiroom-Audio. Cobra-Net.
Vielleicht willst du unseren Zuschauern nochmal sagen, was ist CobraNet? Ich weiß, wir haben schon darüber gesprochen, aber vielleicht haben es manche noch nicht ganz so... Ja, CobraNet ist im Endeffekt ein Audiobus auf Netzwerktechnik. Kann man ein bisschen mit Ethernet vergleichen, ist aber vom Aufbau ein bisschen anders und bietet im Endeffekt latenzfreie oder nahezu latenzfreie Übertragung auf die unterschiedlichen Musikzonen. Hier haben wir die Multiroom-Verstärker im Rack verbaut. Man sieht jetzt hier 2x4 Zonen und so kann das im 19 Zoll Netzwerkschrank ganz schön versteckt ausschauen. Das war die Vorstellung der Multiroom-Steuerung. Eine iPad-App, aus unserer Sicht wahrscheinlich die charmanteste Bedienung, die es momentan gibt. Das Ganze können wir euch nochmal zeigen, wie das auf Tastern funktioniert. Und so ein bisschen was haben wir auch schon vorweggenommen, was es in Kürze geben wird. Das heißt also, dass man mit diesem Multiroom-System das ganze Haus steuern kann. Ja, genau. Also das heißt also, wer jetzt schon in Multiroom einsteigt, der hat dann auch das ganze Haus, hat die Möglichkeit, das ganze Haus zu steuern. Wenn es smart vernetzt ist. Ja. Aber gibt es noch unsmarte Häuser? Bald weniger. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf den Daumen. Ja, ja. Die Glocke drücken. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.